Eisenmarschall Elenios. So, den haben wir auch nicht lange nicht mehr gesehen. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Die Eisenwache ist salutiert, Shepard. Unsere eisengebundenen Sperren machten uns auf einen Chorangriff auf deinen Turm aufmerksam und Fürst Ash bestand darauf, dass wir unverzüglich Hilfe senden. Ich habe ein... Die massive Struktur rumpelt, sie lässt das Gemäuer des Turms erzittern und raubt ihr das Gleichgewicht. Die Kugel in der Mitte des Senatus dreht sich, als würde sie von einer unsichtbaren Kraft angetrieben werden. Wo das Gebilde einst Wärme abgab, strahlt es jetzt eine gleißende Hitze aus, die dein Gesicht verbrennt, als du hinstarrst. Ein Klang wie Musik liegt in der Luft rund um das Gebilde herum, doch es klingt in deinen Ohren schmerzhaft und disharmonisch. Was für eine Scheiße, muss Sirene muss schreien, um die unharmonische Musik zu übertönen. Man sollte meinen, dass ein Turm bessere Lieder kennt, aber über Geschmack kann man eben nicht streiten. Sie blickt dich an, ihr Ausdruck eine Mischung verschiedener Emotionen. Ist dir bewusst, dass die Energien hier sich alle auf dich konzentrieren? Ich weiß nicht, was dich so besonders macht. Der Turm ist jetzt vollständig erwacht, seine seit langem ruhende Energieströme tanzen ob deiner Anwesenheit. Kaum um nicht umzufallen, bleibt Irenos im Boden, bis das wem abflaut. Fühlt sich an, als ob etwas am Turm rüttelt. Der Chor verfügt dich über diese Art von Magie. Was in Kyros Namen geht hier vor? Dieser Turm hat fast einen eigenen Willen. Ich sollte herausfinden, was los ist. Der Turm teilt sich oft in Visionen mit. Vielleicht will er damit sagen, dass er etwas zu besprechen hat. Als Herrscher über diesen Turm habe ich eine mystische Verbindung zu diesem Ort. Gib mir einen Augenblick Zeit und ich gehe der Sache auf den Grund. Ich sollte herausfinden, was los ist. Dieser magische Turm hat hier vermutlich keine Abwehrmagie oder so etwas in der Art. Hat von dir vermutlich keine Abwehrmagie oder sowas in der Art. Sie deutet auf die Chortruppen, die sich unter euch anhäufen. Unerschütterlicher Mut und ausgezeichnete Ausbildung werden uns gegen solch eine riesige Streitmacht auch nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Dieser Turm verstärkt meine Stimme. Ich rufe in das Tal, dass ich ein Edikt von Kyros habe. Das sollte ihn Beine machen. Wenn man den durchschnittlichen Verstand und die Schlauheit unseres Feindes in Betracht zieht, glaube ich, dass solch eine Finte die meisten zumindest ausdünnen wird. Schicksalsbinder Rogalos. Schicksalsbinder Benoje, falls ich mich nicht irre und ich irre mich äußerst selten, erkenne ich Reue in deinen Worten. Mitgefühl ist zwar ein bewundernswerter Charakterzug auf die Unwürdigen, aber ist es verschwendet. Man profitiert nicht mehr davon, sich über die Schicksale aufständischer aufzuregen, als sich um den Schmerz des Mörders zu sorgen, auf dem das Henkersbeil wartet. Kyros hat größere Lande als Azur mit den nachklingenden Effekten von Edikten gebrandmarkt. Derartige Zerstörung preisen wir nicht mehr als einen Schuldspruch. Sie sind nicht mehr und nicht weniger als die Währung, mit der wir uns Frieden und Ordnung erkaufen. Danke für die Antwort und deinen fortwährenden Dienst, Schicksalsbinder Rogalos. Oh, ich habe den Text hier überlesen. Schicksalsbinder Rogalos, wie kann man den Todeskampf einer Nation beschreiben? Mit dem Edikt des Steins verurteilte Kyros Kern zum Tod, aber die Erdhexen verbreiteten dieses Todesurteil mit ihrem Ritus über die gesamte Region. Als das Leben aus Kerns Augen wich, fuhr es auch aus der Erde selbst. Man konnte wahrhaftig spüren, wie der Stein verseuchte, einem das Leben abzusaugen. Ganz so, als würde man altes Brot essen, wenn man bereits großen Durst hat. Wir haben diesen Ort verändert und womöglich wird er sich niemals erholen. Mhm. Aufrecht und stolz, der Sonator auf dem Turm von Venus Brunnen hat sich aktiviert. Die Arkade-Vorrichtung scheint alle Magie um sie herum zu verstärken. Wie und warum ist bis jetzt ein Mysterium gewesen. Du glaubst, dass dieses Artefakt verwenden werden könnte, um den Feind loszuwerden, die deine Zitadelle belagern. Die mystische Stimme des Turms pulsiert im Einklang mit deinem Herzschlag. Das uralte Bauwerk erwartet deinen Befehl. Es ist noch immer so vieles unergründlich.
Vielleicht formt deine treue Grey Flash gegenüber dich auf irgendeine Weise. Du hast eine mystische Verbindung zu diesem Turm aufgebaut. Ich bin wahrlich keine Experte, was die Magie angeht, aber es erinnert mich doch an die mystische Verbindung zwischen dem General und mir und seinen übrigen Kriegern. Die Luft flirrt vor Hitze und Summen des Turms. Ein leises Gardieren deines Namens halte durch deinen Kopf. Ich weiß nicht, wer hier wen kontrolliert. Verstärkt der Turm meine Kräfte oder nähere ich die Kraft des Turms? Die Türme in den Stufen sind miteinander verbunden. Wie weit reicht diese Verbindung? Kaum hat dein Verstand den Zweck deiner Frage formuliert, spürst du deine Füße nicht mehr und dein Blick erweitert sich auf die Türme am Horizont. So weit reichen, wie du nur kannst. So wie du deinen Armen Befehle erteilen würdest, dich auszuschrecken, schickst du deine Gedanken aus. Dein Verstand nimmt die Vertikalität des Turms bewusst wahr. Du folgst diesem Gefühl bis hinab zur Erde. Deine Erfindungen erstrecken sich nun unterirdisch. Sie strahlen durch das Tal von Vendrits Brunnen aus, verzweigen sich in die Altmauern, welche die Berge umgeben, und fließen von dort weiter zu den umliegenden Altmauern und Türmen in Türmen der Stufen. Du schickst ein leises Summen in den Resonator und verstummst dann. Du erstreckst deine Sinne über die Stufen, um zu hören, wie weit deine Stimme zu spüren ist. Deine Stimme hallt zwar über fast den gesamten Stufen wieder, doch in den umkämpften Landen ist kein Echo zu hören. Das rauschende Knistern von Kyros und dicktes Feuer scheint deinen Ruf zu übertönen. Die Macht des Edikts schwillt in dir an, doch die Stimme ist überall dort, wo Kyros Edikte noch Macht haben, nur ein leises Wimmern. Wo die Edikte jedoch nicht mehr toben, dort hält deine Stimme machtvoll wieder. Solltest du es wünschen, wird der Turm deine Stimme über diese Lande bringen und ein neues Edikt wirken, das du selbst geschaffen hast. Dein abwesender Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat der Turm dir wohl eine Vision gesandt. Was hast du gesehen? Von diesem Turm aus kann ich jeden Ort in den Stufen erreichen. Dort, wo Kyros ein Edikt gewirkt hat, gibt es eine mystische Interferenz. Ich bewundere deine Fähigkeit, mit Architektur zu sprechen, aber wie hilft uns das hier und jetzt, weil eine Armee auf uns zumarschiert? Ich weiß nicht, wer hier wen kontrolliert. Verstärkt der Turm meine Kräfte oder nähere ich die Kraft des Turms? Dein Verstand schweift ab zu vergangenen Tagen und Ereignissen. Dich überkommt nicht nur eine Flut von Erinnerungen, die du als deine eigene kennst, sondern auch ein Schwall von Bildern, Stimmen, Freuden und Trauer, die von jemand anderem entweder längst vergessen wurden oder noch erfrischende Erinnerungen sind. Das beklemmende Gewicht des Granits über deinem Kopf, die Gneisblöcke, die gegen deine Brust drücken, die Erinnerungen Kerns leben nun in deinem Verstand, genau wie das Rezept für seinen Niedergang. Winzige Funken Elektrizität blitzen hinter deinen Augäpfeln auf und der kleinste Atemzug füllt deine Lungen mit einem Schwall feuchter Luft. Du bewegst dich, um Rost und Borstenstoff von deiner Haut zu schütteln, ehe du merkst, dass das Gefühl nur ein Phantomjucken aus dem Klingengrab ist. Man sagt nur, der Oberherr könne ein Edikt erschaffen. Es war jedoch nie klar, ob der Oberherr ein Edikt zerstören kann. Und wenn ein Edikt gelöst wird, was geschieht mit dem kolossalen Mengen mystischer Energie, die es enthielt? Kaum hattest du die Frage ausgesprochen, konnte ich sehen, wie deine Aufmerksamkeit wandert. Hat der Turm dir etwas Erhellendes gezeigt? Die Edikte, die du erlebt hast, dringen in dein unmittelbares Gedächtnis. Splitter oder Fragmente der Edikte, die du zu lösen geholfen hast, haben Wurzeln geschlagen. Sie erblühen in deinem Verstand wie eine intuitive Erleuchtung. Ich durchschaue nun Kyros Edikte. Dieser Turm kann meine Stimme bei der Macht verstärken. Ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Aber nur der Oberherr hat die Macht des Edikts. Der Eisenmarschall schüttelt seufzend den Kopf. Ich bin aber eine Frau des Schwertkampfes und der Taktik, nicht der Magie. Wer stimmt, was du sagst? Vielleicht ist es dann Kyros Wille, dass du dazu fähig bist. Das Gefühl der Macht, das zunächst ein Druck in deinen Lungen war, strömt nun mit jedem Herzschlag durch deinen Körper. Die gesamten Stufen blicken auf deinen Turm und du denkst an dich und denken an dich. Ihre Furcht, ihre Bewunderung, ihr Schrecken. Durch den Turm kannst du all das sammeln,
und für deine Zwecke nutzen. Dass die Edikte, die du erlebt hast, bla bla bla. Gewiss hat doch jemand anders an diesem Gerät herumgespielt. Du spürst, dass jemand im Raum neben dir steht, in der Zeit jedoch Jahrhunderte von dir entfernt. Einen Augenblick lang scheint sie sich deiner bewusst zu sein, oder vielleicht erinnerst du dich daran, wie sie mit jemandem gesprochen hat, der genau an derselben Stelle stand. Sie spricht mit dem Turm und der Turm hört zu und lässt ihre Worte widerhallen. Sie spricht zwar mit Überzeugung, doch ihre Worte sind keine Edikte. Ihr fehlen das Verständnis und die Sicherheit. Bilder von einem halben Dutzend Gestalten schießen in deinen Verstand. Sie sind alle auf diesen alten Augenblick geschritten und jeder von ihnen hat nur ein Fragment des Potenzials des Turms entdeckt. Was hat der Turm dir gezeigt? Der Turm zeigte mir eine Frau, die vor langer Zeit hier war, und einige andere Besucher. Ich bezweifle jedoch, dass einer von ihnen den Turm gemeistert hat. Ich bewundere deine Fähigkeit, mit Architektur zu sprechen, ja. Warum ich? Ich beanspruche die Himmelfahrtshalle. Hörst du deine eigene Stimme in deinem Verstand widerhallen? Auf dass wir frei vom Edikt sein mögen. Dein Verstand wirft dich zurück zum Angriff auf die Himmelfahrtshalle, zu dem Augenblick, in dem du die Worte von Kyros Edikt vollendet hast. Das Gefühl sengender Hitze und frostiger Kälte rauscht durch deinen Körper, als du den gesichtslosen Ausdruck erneut durchlebst, in dem das Edikt entfesselt wurde. Der schicksalsträchtige Wimpernschlag, in dem der Damm brach und die Erkampfungen von Kyros Magie freigesetzt wurden. In jedem Augenblick wurde das alte Sigil der Erweckung des Turms, das von seinem frühen Besitzer vor langer Zeit verdeckt worden war, durch den Arkansturm entflammt. Der Turm kehrt den Augenblick, in dem du dich gefunden hast, und nun kennst du ihn auch. Ob die Begegnung jedoch Zufall war oder vorherbestimmt, das wisst ihr beide nicht. Ich sehe dich dort stehen, aber dein Gesicht sieht aus, als wäre es meilenweit entfernt. Was spürst du? Ich sah Fragmente, Bruchstücke vom Angriff auf die Himmelfahrtszahl und von der Auflösung des Edikts der Hinrichtung. Die arkane Auswirkung des zerstörten Edikts muss dies wohl ausgelöst haben. Ich gebe mir nicht vor, zu verstehen, was du erlebst. Ich bin einfach nur dankbar, dass nicht Nevads Stimme daher über diesen Turm ist. Mich schaudert bei dem Gedanken, wie er dieses Ding zu seinem Vorteil nutzen könnte. Den Resonator berühren und dich konzentrieren. Was kann schon schief gehen? Also das steinerne Bauwerk berührst, verlangsamt sich dein Zeitgefühl. Du spürst die gesamten Stufen unter deinen Fingerspitzen. Der Turm ist bereit, deinen Willen zu kanalisieren. Wähle eine aktuelle Region, um ihr aktuelles Edikt anzusehen oder ein neues zu verkünden. Edikt des Steins. Kostet mich einen Haufen Macht. Edikt der Stürme. Diese Energiezahlung zur Erdbeben führen und die Lebenden langsam versteinern lassen. Minus 15 auf alle Magie-Skills, geschwächter Geist, Steinbeherrschung, Verteidigung gegen niedergeworfenen Angriff. Blitz beherrschen, Feuer beherrschen. Schadenstyp Schock, Blitz beherrschen, Feuer beherrschen. Wenn dann dieses Edikt. Ich verkünde jetzt mein eigenes Edikt hier unten. Okay. Jo. Was im Raven Ash nahm? Der Eisenmarschall dreht sich um die Achse und blickt in deine Richtung. Aber Kyros hat kein verlesenes Edikt bereitgestellt. Also wie hast du... Da ich das Edikt gebrochen habe, scheine ich in der Lage zu sein, es nachzubilden, wenn auch in kleinerer Form. Du warst das? Sie fasst sich mit der Hand an die Brust, aber nur Kyros kann ein Edikt wirken. Ich versichere dir, das war meine eigene Magie.
Der Chor hat keine Ahnung, in was er gerade hineinmarschiert ist. Der Erzmarschall klatscht mit einem leisen Kichern in die behandschuhten Hände. Schicksalsbinder, lass uns jetzt zuschlagen. Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen und ihre Panik in eine Flucht verwandeln. Erenius bewegt sich zum Ausgang, während sie ihre Klinge zieht. Schicksalsbinder, ich werde das Blutbad beginnen. Schließ dich mir an, wenn du bereit bist, und wir kümmern uns um das verbleibende Gesindel. Ja. Aufrecht und stolz. Der Feind zieht seine Truppen zusammen und ein paar der Invasion sind in den Hof der Zitadelle von Vendians Brunnen vorgedrungen. Schlage sie zurück und sichere den Hof. Gut. Da wären aber noch drei weitere Edikte gewesen, die ich noch nicht beherrsche. Aber ja, bevor ich jetzt weitermache, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also EP30. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.